Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecile hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dynasty Warriors Volume 2. Heute spielen wir mit Zhou Yu die Schlacht von Zhou Chun. Und natürlich mit dem zweiten Outfit, so so besser ist, weil er so weiß ist wie in Dynasty Warriors 4. Ja, episch. Denke ich zumindest, dass das Outfit ist. Schlacht von Zhou Chun, beim nächsten Mal jetzt Wut-Territorium, da freue ich mich auch schon drauf. Mit so einem Zerdan. Nach dem Hilfegesuch von Yuan Shu machte sich Sun Ce auf nach Zhou Chun. Aber Yuan Shu fürchtete sich vor der zunehmenden Macht Sun Ces und schmied deshalb einen heimlichen Plan mit Yuan Shao. Sie planten Sun Ce zu überwältigen, dem seine Armee umzingeln und dann einen Überraschungsangriff starten wollten. Ja, da wollte das kaiserliche Siegel von Sun Ce. Anscheinend war Yuan Shus Hilfegesuch ein Trick, um uns aufs offene Feld zu locken. Er hat sich mit Yuan Shao verbündet. Sie bereiten einen Angriff auf uns vor. Schon seltsam. Er schmeichelt mir Yuan Shu, dann greift er mich an. Das ist echt dreist. Für diese Dreistigkeit werde ich ihn töten. Und diesen arroganten Yuan Shao bei dieser Gelegenheit gleich mit. Oh, was ist das denn für ein krasser Scheiß? What? Was zum? Alles gehört den Gegnern. An die Schlacht kann ich mich null erinnern. Die sieht ja echt brutal aus. Die sieht ja wirklich brutal aus. Ach du Scheiße. Tja, die Frage ist, wir nehmen mal. Szenario ist da. So ein Zell ist natürlich eine Kombo, aber wenn der sowieso schon hier ist, will ich den jetzt nicht unbedingt nehmen. Ich glaube, wir nehmen echt Mitsunarita. Ja. Mitsunarita. Ne, wir nehmen natürlich hier unser Girl. Können wir ja trotzdem. Oh, nee. Ich glaube, Mitsunari fliegt. Komm, wie schlecht Angriff und Verteidigung sind. So ist echt unplayable. Ah, es geht nicht. Dongxie boostet Angriff, aber auch nur so ein bisschen. Ich muss ja bei meiner Regel bleiben. Wu-Offiziere. Was das Ganze natürlich umso schwerer macht. Das ist echt unplayable. Das machen wir nicht. Kein Mitsunari ist da. Sorry. Goodbye, Mitsunari. War nett, dich gekannt zu haben. Nehmen natürlich unser Girl. Die Frau von Zhou Yu. Ist ja klar, was wir die nehmen. Na komm. Na komm, wo war sie? So, dazu sehen, dass wir den Angriff hochgewusst bekommen. Kannst du das? Jiang Qin? Ja, kann er. Aber so ganz vom Stuhl hauen tut mich das nicht. Gucken wir, ob wir noch einen anderen Wu-Offizier finden. Ja, die Wu-Offizier stat-wise sind echt nicht so der Bringer, finde ich. Komm, ich nehme jetzt eiskalt wieder Chengfu. Ist mir so egal, ey. Der ist so gut einfach. Ja. Sonst sieht das echt düster aus. Sag ich euch ganz ehrlich. So einen Schau nehmen wir wieder mit. Der ist super. Na, wobei. Vollständigkeitshalber nehmen wir Guli mit, da wobei. Das heißt, mal gucken. Gibt's hier einen Wu-Offizier, der noch ein bisschen was kann? Ling Zhao vielleicht? Ja. Naja. Ist jemand, der Angriff boostet? Mann. Abwehr haben wir doch genug. Ja, den würde ich gerne nehmen, aber ist kein Wu-Offizier. Schon haben wir ein Problem. Zhou Fang. Hatten wir aber auch schon, ne? Ding fängt zackt. Die Wu-Offiziere, Leute, was tue ich mir hier eigentlich an? Pan Zhang. Den nehmen wir mit. Wäre cool, wenn wir noch den Angriff und die Abwehr ein bisschen boosten können. Es ist echt zum
verzweifeln. Gut, Dongxi, du siehst so aus wie ein Schwein auf dein Charakterporträt, aber du bist dabei. Dann Max Musu. Verlängerung, Defekte werden verlängert. Nicht schlecht, wirklich. Highlights-Fähigkeit. Schaktiort Weißmagie, das bedeutet, sieht für einen gewaltigen Schaden. So ist, glaube ich, Lichtelement, dass die das nicht blocken können. Agilität, Geschwindigkeit erhöht. Das ist eigentlich ganz nett. Und ja, wir haben zwei Plätze frei. Aber es ist halt die extra Challenge, die ich mir gesetzt habe. Nur Wu-Offizier. Eisernes Schwert. Oh geil, ich habe nicht mehr die dritte Waffe oder was. Wow. Ich könnte kotzen. Bronze-Schwert, Eisernes Schwert, Elder-Schwert. Manche Charaktere haben gefühlt keine guten Waffen. Oh je, das wird echt. Das wird wild. Das wird wirklich wild. Yuan Shu muss vernichtet werden. Oder Yuan Shao. Sonst halt darf nicht sterben. Kriegen wir hin. Nur ein Geist am Start. Und Dongxi. Wow. Shen Lan, Lufan. Yileng, der stärkste Offizier von Yuan Shu. Liu Xun. Yuan Shu mit Lai Bo. Yuan Chang und Yu Shou. Chun Yu Qiong. Gao Gan. Wen Shou. Shen Pai Gu Tu. Yuan Tan Yuan Xi. Yuan Shou mit Yan Feng. Gao Lang Xin Ping und Yan Yang. Oh. Nur das Beste vom Besten. Zumindest von... Aber wir haben nicht das weiße Outfit. Mann, wieso haben die das weiße Outfit rausgenommen in Dynasty Warriors 5? DW3 hat dann das weiße Outfit auch gehabt. Naja. Wisst ihr, was das Gute ist? Dass Zhou Yu ein verdammt guter Charakter ist. Selbst wenn die Waffe zackt, wir spielen Zhou Yu. Okay? Der Charakter ist einfach super. Selbst wenn die Waffe nicht gut ist, es wird ein Fest. Oh, weibliche Wachen bringen Chakyao mit. Interessant. Zhou Yus Harem hier. Okay. Yuan Chang ist ins Gebiet eingedrungen. Gerne. Lauf in dein Verderben. Tu es. Oh, so Dance. So ein Dance. Aber generell die Bewegung. Alle sehr tänzerisch bei Zhou Yu. Ist halt eine Art des Kung-Fu-Schwertkampfes tatsächlich. Was der macht. Boah, die können einfach nicht blocken. Das ist wie ein Shield. Der Chakyaos Fähigkeit ist echt geil. Wie ein Shield. Hoch mit dir. Und goodbye. Oh, das ist so gut, ey. Zhou Yu ist richtig gut. Habe ich mir eigentlich Sorgen gemacht. Oh, komm mal dir. Warum habe ich mir verdammt nochmal Sorgen gemacht? Der Typ ist so overpowered. Er ist echt in jedem Dynasty Warriors ist immer super. Lauf nicht ziellos herum. Wir erledigen die Feinde außenrum. Hm. Boah. Nun denn, führt kein Weg dran vorbei. Let's go. Und auch die haben einen Zerstörer. Ich hoffe, es zählt noch ein bisschen durch. Wenigstens ein bisschen. Ich hoffe es wirklich. Ich mich jetzt dafür entschieden habe, erst dieses doofe Lager einzunehmen. Danke für den Angriffsbonus. Den Zhou Yu sowieso nicht nötig hat, weil gut Damage macht. Jungs, hier. Komm schon. Du willst es doch auch. Aber ich hoffe, ich kann das schnell einnehmen. Sieht aber leider nicht danach aus. Schon gar nicht, wenn dieser Idiot hier noch lebt. Und auch Zhou Yu hat eine Kugel. Die uns jetzt echt gut geholfen hat, muss man sagen. Boah, der fliegt 100 Kilometer weit weg, ey. Das war eine schöne Kombo. Oh nein! Genau wie ich es vom großen Zhou Yu gewohnt bin, ja. Aber ich muss sagen, das Outfit mit dem Dunkelrot gefällt mir auch ganz gut. Ist aber nicht so cool wie das Weiße. Ist
Seriously, jetzt verliere ich nur so viel Zeit. Ach, passt schon. Werden hier wahrscheinlich auch Yuan Shu besiegen. Das ergibt mehr Sinn. Ja, kommt her, traut euch. Traut euch, jetzt ist Zhou Yu auch hier. Oh, dieser Movement-Bonus ist gar nicht so schlecht, ne? Brauchen wir das Pferd gar nicht. Einfach weggesniped. Oh, verbündete Verstärkung. Nice. Ich hab schon Yu Qiang getötet. Unfähige Dummköpfe. Schnell, macht sie fertig. Ja, Yuan Shao. Ich weiß auch nicht, was mit dir los ist. Wirklich nicht. Yuan Shao Strategie in Yin Nice Warriors ist, ja, ich habe viele Truppen einfach reinrushen. Einfach reinrushen, man braucht keine Strategie, passt schon. Das ist eine Strategie. Ich freue mich, wenn wir Shakti auch selber spielen. Die ist echt nicht schlecht. Nicht verwechseln mit Dachi, aber es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen den beiden. Die hat einfach das viel bessere Moveset. Vor allem Dein 2 ist 3 und 4, wo der Vorpal-Element geben konntest. Das gute Schattenelement, so wie Schattenelement sein sollte. Was machst du da oben? Für akrobatische Zirkusleistungen, wenn ich fragen darf. Ich finde, Zhou Yu hat auch so eine richtig geile Range. Der Typ ist so overpowered. Wir haben echt die schlechteste Waffe vom schlechtesten und trotzdem läuft es irgendwie. Ich kriege ja trotzdem bei Yuan Shao alles. Nur wir werden natürlich Yuan Shu besiegen. Das ist auch ein bisschen akkurat. Es ging ja heute die ganze Zeit um Yuan Shu. Ich wünschte, man könnte frei Moos alle Bedingungen machen, aber es geht leider nicht. Die haben jetzt echt ein bisschen rumgestresst. Not gonna lie. Eigentlich die schlechtesten vom schlechtesten, ey. Lu Kuang und so, wie sie nicht alle heißen. Komm schon! Ich will dich jetzt finishen, bevor Yan Yang und Wen Shou kommen. Sind beide hier, ne? Ich glaube schon. Komm, wir dance. Sieht so bescheuert aus. Und das war's. Ha, Zhou Yu ist so gut. Er spielt sich so smooth. Ich liebe es. Das ist wohl der OG-Wu-Strategie gewesen, kann man sagen. Der OG, Leute. Flump! Oh, der Angriff ist auch so gut. Und dann noch mit dieser Erdbeben hinterher. Wow. Einfach nur epic, der Typ. Ich wollte das jetzt im Musu kommen mit dem Feuer. Hat ja sowieso gereicht, weil Zhou Yu, der kann halt was. Versuch zu blocken, ne? Das ist dein Fehler. Probier mal zu blocken. Klappt bestimmt. Klappt bestimmt. Ich will mal blocken probieren, genau. Oh Gott. Mobbing. Ich hab Yan Yang getötet. Schön, Zhou Yu. Willst du einen Keks? Oh ne, was ist das denn jetzt hier? Shen Pai. Shen Lan. Hm. Ja, wie gesagt, ich nehme jetzt noch diese zwei Gebiete an. Was muss das muss? Gut, muss eigentlich nicht, aber wie gesagt. Vollständigkeitshalber. Von der ist Level 5, ne? Wachstum habe ich nicht gut gelevelt. Mit den Offizieren. Komm, verschwende. Oh, was passiert hier schon wieder für ein Scheiß? Ey, was ist das für ein Spiel? Und manchmal sieht das echt nicht so toll aus, dieses Game. Aber ich feiere es irgendwie. Die auf den Zäunen sind so.
Der Musu ist auch so gut von Jojo, ne? Alles gut von dem. Ja, der OG-Combo-Move aus Dynasty Warriors 2. Da gab es ja keine komplexen langen Finisher und so. Jojo hat schon immer den hier gehabt. So cool. Braucht ihr Hilfe? Ich helfe euch sowieso. Glaub, ihr es braucht doch nicht. Ne, Shenpai? Wir verstehen uns. Ich hab Shenpai getötet. General Yuan Shu besiegen? Ne, Zuzi, lass mal. Lass Yuan Shao mal in Ruhe, bitte. Lass ihn in Ruhe. Lass ihn einfach in Ruhe. Lass Yuan Shao sein. Ah, der hat auch das Blockgame durchgespielt. Und ich habe das Reichweitenspiel durchgespielt. Guck mal, zieht alles mit. Für ein Schwert hat Jojo schon immer so eine richtig geile Reichweite gehabt. Chen Lan, dein LAN-Party endet hier. Hoch mit dir, alle Kinder leben hoch. Und das war's. Ach, ich wünsche, ich hätte Feuerelement, Mensch, mit Jojo ist so gut. Haben wir aber leider nicht. Kann man nichts machen, ne? Kein Feuerelement. Aber ich habe bald wieder Shakyao mit Lichtkugel. Das wird auch wieder nervig hier. Danke. Tongxi. Danke. Kann man auch immer abbrechen, diesen Combo-Move, wenn die Combo dann doch nicht braucht. Hat dann weniger Lag. Guck mal, kann jetzt schneller agieren. Das ist halt das Schöne bei Jojo. Oh, Jojo, wie stöhnst du denn? Lass es nicht Shakyao hören. Oh, die war direkt neben uns. Oh Gott. Ist sie nicht eh viel zu jung für ihn? Am einen China nehmen es nicht so übel, oder was? Dass er ein Pedro ist. Ist mir ernsthaft. Oh, jung Shakyao ist. Wie alt Jojo ist. Ach Mensch, da hat sie sich auch einen ausgesucht. Naja. Meister Jojo, guck mal, was ich kann. Tut sie ganz ehrlich, ne? Es ist einfach nur cringe, was du machst. Sie wird doch sowieso nix. Yuan Chang. Nun zu dir. Vollständigkeitshalber. Ja, tut sie echt. Glanzleistung. Fantastisch. Vollständigkeitshalber will ich das auch noch einnehmen. Ja. Genau wie ich vom großen Jojo erwartet habe. Ja. Ich wünsche mir dein Feld zurück mit dem Gebrüll. Das war mal so angenehm. Haben wir im ersten freien Modus Wupart, Zhuguliang. Zhuguliang einfach mitgenommen wegen einem Mann. Der irgendwie gepasst. Also so Festungen einnehmen und so, wo kein Offizier ist. Das hat eigentlich keinen richtigen Mehrwert. Klar, ist wie bei Empire ist ein Stützpunkt. Aber ein Stützpunkt hat auch keinen Mehrwert. Ich wollte den Pfeil parieren. Schade. Wir haben das Gebiet des Feindes eingenommen. Ja, und jetzt nehmen wir die Burg hoffentlich ein. Oh, die haben auch einen Speedbuff. Interessant. Kannst du das, Yusha? Ja, hallo. Hallo. Was war das denn schon wieder? So, jetzt könnt ihr mal probieren zu blocken, was ihr immer so gern macht. Wird bestimmt funktionieren, ne? Immer schön blocken. Kann ich nur empfehlen. Der will halt wirklich blocken, obwohl ich leuchte. Ich werde es nicht zulassen, dass mir jemand in die Quere kommt. Oh, shit. Es passt aber, dass die Linken so einen Boost bekommt.
gut zu Yan Liang und Wen Shou jetzt auch passt. Die Ling ist der stärkste Krieger von Yuan Shu. Oh, ist das angenehm. Die blocken so gerne im Chaos Mode und ich zerstöre jetzt einfach deren Hoffnungen und Träume. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Ja, die Bombe hier sollte man nicht unterschätzen, wenn man hochgeschmissen wird und dann gekombot wird, weil man brennt ja dann. Ja, ist nicht so schön. Wir spawnen nie. Wenn wir spawnen campen, wie im Shooter, Leute. So sieht's aus. Dongxi, komm schon. Braucht deine Hilfe. Brauche ich die? Maybe. Ja, manchmal fühle ich mich echt ein bisschen sehr schlau. Ist halt alles Strategie gewesen von Zhou Yu. Er ist der Stratege, ne? Passt. Ja, ich habe Dongxi nicht gebraucht. Zum Glück. Yu Shou down. Strategen down. Weiter geht's, Yiling. Sei mit euch beiden. Gar nichts, ne? Yuan Tan ist zurück. Ist mir jetzt so egal. Oh. That's it. Game over, Yiling. Ich dachte, hier wäre eine Schatzkammer. Ist aber nicht der Fall. Ja, die Wut rum voll am Struggle. Sun Tzu sitzt da zu Hause und trinkt einen Tee oder was? Matcha-Tee. Werde ich Dongxi aber aktivieren. Sicher ist sicher. Sagen wir es mal so. Was ist denn jetzt? Hier lang. Stehen bleiben. Bleiben Sie bitte stehen, Mr. Ling. Boah. Keine Gnade hier, oder was? Keine Gnade für die Schwachen. Boah, er will es so echt wissen. Ja, wie gesagt, das ist einer der besten Generics. Er hat wirklich gute Stats. Aber er ist down. Hab den Buff von Cheng Pu gar nicht gebraucht, ey. Ja, Cheng Pu ist meiner Meinung nach der beste Generic-Wu-Offizier mit der Fähigkeit und allem. Der ist wirklich top. Kann ich nur empfehlen, nehmt Cheng Pu mit. Der ist klasse. Nun zu dir, Yuan Shu. Die Range. Es ist einfach ein Fest, mit Zhou Yu zu spielen. Guckt euch diese Range an. Der Typ ist einfach krass. Wenn ich einen Speer spielen würde mit Machao oder was. Ich hätte einen Speer oder so, könnte ich es ja verstehen. Aber der Typ einfach mit einem Schwert. So eine gute Reichweite. Das ist absolut cool. Weil ich sagen muss, der Windangriff hier, der hat früher, ich mochte zwar die alten zweite Waffe-Finisher nicht, aber ihm mochte ich's. Bei ihm war es echt krass. Das hätten sie behalten sollen, wirklich. Hey, wir mussten ja alles ändern. Gefühlt bei Dice Warriors 5. Naja. Manchmal zum Schlechten, manchmal zum Guten. Ist halt so. Nur weil sonst wieder Fachmagazine sagen, ja, es ist wieder das gleiche Spiel, nur mit anderen Maps. Immer das gleiche Dynasty Warriors. Haben ja die Fachpressen gesagt. Deswegen haben sie gesagt, Dynasty Warriors 5, ja gut. Ändern wir jetzt ein paar Moves. Ist halt ein Opfer von der Fachpresse geworden, das Spiel. Wieder keine Schatzkammer, wie lame. Wie lame. Ach, Kinders, ich wollte gerade springen, das gibt's doch nicht. Tschüss. Boah, das macht viel Schaden. Der Finisher.
Kannst du bitte drauf gehen? Danke. Schaut ja voll stolz, dass sie den besiegt hat. Schatzkammer? Scheiße, Leute, gibt's keine Schatzkammer. So ein Mist. Na gut, dann halt nicht. Kann ich mal eine Schatzkammer geben, scheinbar. Komm her. Ich wusste, du würdest es schaffen. Ich sehe aus wie ein Schwein, aber ja. Nein, aber ja, aber ja, aber nein, aber ja. Ich bin Longxin, ehemaliger Pirat. Genau wie die Longxin. Halb Wu besteht aus Piraten geführt. Kein Wunder, dass sie so sehr affin sind. Speed Boost for the win. Oh, geht irgendwie zu kurz, finde ich. Das war nice, aber geht zu kurz. Oh, der Move ist so gut. Wirf die Gegner zwar in Luft. In Luft nehmen Gegner generell weniger Schaden. Dice Warriors funktioniert das Spiel. Aber Jojo macht trotzdem noch so viel Schaden. Was ist los mit dem Typen? Er ist so overpowered. Bin das nur ich? Der ist doch wirklich so stark. Ja gut. Ist jetzt eine mittelschwere Schlacht, ne? Tendenz zu leicht. Trotzdem. Kann mich nicht daran erinnern, dass Shoyu immer jemand schlecht war in der alten Dice Wars. Ich sah extra in der alten. Ich mochte den zwar auch voll gerne in DW6. Aber in heutigen Dice Wars Time mochte ich ihn gar nicht mehr. Ich liebe das Abbrechen und dann direkte Kugel. Ich weiß nicht. Das ist schon cool. Guck mal. Ich find's witzig. Es hat dann gefühlt keinen Lag. Problem ist, die Kugel hat Lag. Boah, dass du da rauskommen kannst. Ja, das war schon mal ein Kombo-Charakter. Ja, Dongxi, ich wusste, du würdest es schaffen. Ja, wie oft willst du es noch sagen? Hast du gar kein Vertrauen in Jojo, oder? Wahrscheinlich war es der andere Dongxi. Hier sind ja zwei. Mein Leibwächter und der Typ im Hauptlager. Na gut. Das Erdbeben hat gefühlt gar keine Range. So wie die Stampfattacke in Dynast Warriors 4, ne? Okay, Dokai. Guck mal, wie viele Fähigkeiten wir noch haben. Ich meine, Schuh. Freu dich. Das wird ein Spaß. Weil die Schwert schon sehe. Diese Range. Ich liebe es einfach. Boah, was? Rutschleite Gegner hoch, damit man wieder weiterkommen kann. Der Char ist so krass, wirklich. Wer sagt Jojo ist schlecht, der hat keine Ahnung, wirklich. In drei Königreich kann es niemand mit mir aufnehmen. Ja, niemand will ich jetzt nicht sagen, aber. Scheint der besten Chance. Holy moly. Das war brutal. Gar keine Schwierigkeiten gehabt. Obwohl die Waffe so abnormal beschissen war. Ich habe Yuan Shu vernichtet. Es war meine Ehre und ein Vergnügen. Mit Jojo auf unserer Seite werdet ihr mit euren kümmerlichen Plänen keine Chance haben. Jetzt, wo diese Pest ausgerottet ist, werden wir noch mehr Kräfte freisetzen können. Hier ist extra betont mit Jojo auf unserer Seite, ja. Eisernes Schwert. Toll. Da freut man sich doch, oder? Lacht das Herz. Sieh, warum hast du denn nicht so gute Waffen? Darum. Nie die dritte Waffe, ich sag's euch. Naja, hat Jojo auch nicht nötig, wie ihr seht. Yoshan, Yuan Chu, Wuzi, Meng Yu, Quanzong, Dong Chune, Huban, Liuxun, Yangfeng, Wenpen. Nett. Nett, nett.
Cool. Das war diese Geschichte. Beim nächsten Mal gibt es die Schlacht aufs Wutel-Turm. Episch. Und bis dahin würde ich sagen, Daumen hoch, falls euch gefallen hat, falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!